Gut. 45. Leicht laufen. Sehr, sehr froh, dass ich mich damals mit 4 Jahren fürs Horn entschieden habe, weil es macht einfach wahnsinnig großen Spaß. Man hat sehr, sehr viel mit Menschen zu tun, dadurch, dass man auf eine Bühne geht und dort eben das, was man so zu Hause für sich im stillen Kämmerlein vorbereitet, auch präsentieren kann. Mir war es wichtig, ein zweites Album zu machen, wo ich etwas Neues von mir zeige, also eine neue Seite. Deswegen natürlich erstmal die Entscheidung, mit Orchester zusammenzuarbeiten und dann auch die Entscheidung für die Klassik. Denn die Klassik war jene Epoche, mit der ich mich in meinem Einstiegsalter, also als ich in die Hochschule nach Hannover kam, als erstes mit auseinandergesetzt habe. Der Grund für die Auswahl von Hornkonzerten von Joseph und Michael Haydn sowie von Mozart liegt darin, dass diese drei Komponisten eigentlich eine sehr, sehr große Bandbreite der Klassik, die damals für das Horn komponiert wurde, widerspiegelt. Die besondere Herausforderung für mich in dieser Aufnahme bestand eigentlich, dass dieses Album eigentlich zwei Welten miteinander vereint. Also normalerweise gibt es in der Ausbildung, es gibt hohe Hornisten und es gibt tiefe Hornisten. Und normalerweise, wenn man anfängt zu studieren, im ersten, zweiten Semester, wird das festgelegt, was man wird, ob man ein hoher Hornist oder ein tiefer Hornist wird. Und das bleibt man dann auch. Also hohe Hornisten spielen keine tiefe Literatur und umgekehrt. Dieses Album verbindet aber beide Hornwelten miteinander. Mozart hat neben den 4 großen Hornkonzerten und dem Hornquintett auch noch diverse einzelne Sätze komponiert, von denen man nicht weiß, wo gehören die zu. Sind das Werke, die er komponieren wollte, aber dann aufgehört hat und so weiter. Und damit habe ich mich sehr auseinandergesetzt, weil ich das spannend fand. Und dann bin ich auf die beiden Konzertsätze KV 370b und 371 gestoßen, die beide sehr wahrscheinlich im März 1781 komponiert wurden, beide in S-Dur stehen, wo eben die Möglichkeit besteht, dass diese beiden Sätze zu einem zusammenhängenden Konzert gehören. Zusammenarbeit mit dem Württembergischen Kammerorchester Heilbronn und Ruben Gasarian hat wirklich großen Spaß gemacht und ich freue mich daher sehr, dass wir das jetzt auch noch in Tourneen gemeinsam spielen werden, das Programm. Ich habe mich riesig über den Echo Klassik gefreut, also nicht nur über den Preis an sich, sondern weil es auch für mich eine Art Bestätigung ist und weil ich mich einfach darüber freue, dass das, was ich dort tue, auch in der Außenwelt ankommt und dass eben Leute sagen, das ist auszeichnungswürdig. Speziell wenn man jung ist, ist das eine sehr, sehr große Motivation, dort auch weiterzumachen. Und dafür macht man das ja im Endeffekt. Man macht ja nicht die Musik irgendwie für sich, dass man sich selber daran erfreut, sondern man macht das für andere Menschen.
Ich liebe immer noch das Horn, also ich finde, das ist ein grandioses Instrument und ich bin immer noch davon überzeugt, dass es einfach zu wenig im Fokus steht, zu wenig in der Öffentlichkeit. Und ich würde mich freuen, einfach wenn ich es schaffen würde, dass ich viel mehr Leute dafür begeistern könnte und einfach den Leuten das auch einfach mal zu präsentieren, zu zeigen, guck mal, das gibt es, das wurde komponiert, so und so klang das früher, so und so klingt das heute. Einfach Leute davon zu begeistern, das macht Spaß und das ist auch für mich das Schönste, wenn ich Musik mache oder Konzerte spiele und merke einfach, die Leute sind begeistert. Also viele kommen nach dem Konzert und sagen, naja, ich habe vorher noch nie ein Horn gehört, aber es ist unglaublich schön.